Wissen ist die einzige Ressource, die wächst, wenn wir sie teilen. Aber genau das ist manchmal gar nicht so einfach. Wieso fällt es uns manchmal so schwer, unser Wissen an andere zu vermitteln? Warum wissen wir doch etwas, aber können es nur schwer in Worte fassen? Das ist Michael Polanyi. Wow. Er war ein ungarischer Philosoph und Soziologe und beschäftigte sich genau mit dieser Frage. Er erkannte, dass Wissen nicht gleich Wissen ist, sondern unterteilte es in das sogenannte explizite Wissen und das implizite Wissen. Dieses explizite Wissen kann kodiert, das heißt in Zeichen übersetzt und dann durch beliebige Medien gespeichert, verarbeitet und übertragen werden. Implizites Wissen hingegen basiert auf unseren persönlichen Erfahrungen, Erinnerungen und Überzeugungen und ist nah am praktischen Können. Es fällt uns sehr schwer, dieses Wissen verbal zu vermitteln. Ja, manchmal sind wir uns selbst dieses Wissens gar nicht bewusst. Wir wissen mehr, als wir zu sagen vermögen, meint dazu Michael Polanyi. Ein Beispiel. So kann eine Großmutter für ihre Enkel ein geliebtes Kuchenrezept aufschreiben, also das explizite Wissen dazu dokumentieren. Und doch wird ihr Kuchen vermutlich und scheinbar unerklärlicherweise immer besser schmecken, weil sie beim Backen bewusst und unbewusst implizites Wissen abruft. Zum Beispiel darüber, wie lange und wie stark der Teig geknetet werden muss. Dieses implizite Erfahrungswissen fließt nicht ein in das aufgeschriebene Backrezept, die Handlungsanleitung. Aber es vermittelt sich vielleicht mit der Zeit beim gemeinsamen Backen. Ein Ziel von Wissensmanagement kann es sein, zwar explizites Wissen, das aber noch in den Köpfen steckt, in Dokumentation zu überführen, um es in der Organisation breiter nutzbar zu machen und das Risiko eines Wissensverlusts durch den Weggang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu reduzieren. Wissensmanagement sollte sich aber nicht auf das explizite Wissen beschränken, sondern auch Maßnahmen jenseits der Dokumentation von Wissen ergreifen, um ein unmittelbares Teilen von implizitem Wissen zu ermöglichen. Einfach erklärt, explizites Wissen lässt sich einfach in Worte fassen, implizites Wissen nicht. Daher demonstrieren wir es praktisch, um dieses Wissen zu vermitteln, oder üben es, um es zu erlangen. Musik.